Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Trine Teil 1. Wir befinden uns in der Krypta der Verdammten. Der Ritter beschwert sich, dass hier wenig Licht ist. Also vermute ich mal, dass wir hier irgendwas mit Licht bestimmt machen müssen. Okay, man darf da nicht rein. Okay, das ist natürlich schlecht. Dann sollte ich die immer herkommen lassen und draufhauen, damit die da reinfallen. Kriege ich nur die coolen Sachen nicht, ne? Ja, das macht aber nichts. Besser so, als wenn ich reinfalle. Oh, ja. Super Vorführeffekt. Na toll. Super überstanden. Ja, ich will da eigentlich noch gar nicht runter. Kannst du hier hoch? Tatsache. Komm mal her. 42. Wir steigen gleich wieder auf. Dann hole ich mir die vierte Kiste. Oder eher gesagt den letzten Kistenzauber. Okay. Zwei Kisten hintereinander. Was? Hex, Hex. Oh. Und Feuer. Feuerbogen. Nice one. Den schauen wir uns noch mal genauer an. Was kann der? Feuerbogen kann Objekte durchschlagen und entzünden. Zum Beispiel Fackeln. Feuer kostet Energie. Die nächste Stufe vergrößert den Feuerschaden. Okay, ich war überlegen, drei Pfeile zu holen, aber vielleicht wäre es nicht schlecht, diesen zu nehmen. Der ist wahrscheinlich besser als der. Da hätte ich mir vielleicht auch nicht einen Zweischuss holen sollen, sondern die ganze Zeit hier drauf sparen. Denn da kann man nicht so weit mit schießen. Naja, warten wir es mal ab. Die Dunkelheit ist unertragbar. Ich habe Zauberer gesehen, die Fackeln mit Feuerbällen angezündet haben. Kannst du das? Feuerbälle? Die sind nicht gut. Die funktionieren nie und sind reine Zeitverschwendung. Ich hätte es wissen sollen. Ich kann die Fackeln mit den Feuerpfeilen anzünden. Ich kann auch Licht bringen. Okay, wie kann der Ritter Licht bringen? Fackel? Wo sind denn hier Fackeln? Okay, du kannst auf jeden Fall schon mal hier was wegnehmen. Was ist das da? Wahrscheinlich müssen wir da hinschießen. Okay, da oben ist das Licht. Oh, das scheint nichts zu bringen. Ah, super. Na gut. Sage ich jetzt nichts zu. Oh, da ist er immer noch. Mist, Kerl. Achso, also ich schieße immer auch mit zwei Pfeilen, auch wenn ich den Feuerbogen habe. Das heißt, dann bringt es natürlich doch was, den dritten Pfeil zu machen. Okay, da komme ich so nicht dran. Ah! Nicht du wegspringen, das Teil. Aber ich brauche noch eine Fiole und wir wechseln mal. Weil die halt auch Energie kostet. Haben wir hier irgendwas unten drin? Nö. So, jetzt sind normale Fallen, ne? Sehr gut. Was für Fackeln meinten die mit Feuerfall? Die da?
Ne, die da, okay. Viel mehr sehen tue ich aber auch nicht. Machen. Sackt das ab, das Teil? Ah, aber nicht tief genug. Okay. Dann nehmen wir es auf jeden Fall mit. Und machen uns hier eine kleine Brücke. Ah, nice one. Nächste Stufe. Stufe 5. So, dann wollen wir mal gucken. Für ihn hätten wir gerne... Also wenn ich hier alle 6 Felder bei allen voll kriege, muss das Spiel noch ziemlich groß sein. Also, 3 Punkte kostet das. Wir haben genau 3. Ha. So, machen wir es auf Maximum. Jetzt können wir 4 Kisten machen. Sehr gut. Du kostest... 2 Punkte, um es auf 3 Pfeile zu machen. Ich würde sagen, das machen wir. Jetzt haben wir 3 Pfeile. Das ist schon mal ordentlicher Schaden. Ah, nee, baut sich ja immer nach rechts auf. 3 Stufen, das heißt, wir kriegen sehr wahrscheinlich noch einen dritten Zauber, eine dritte Pfeilart und hier noch irgendwas Drittes. Du hast jetzt 3 Punkte und kannst ein Flammenschwert machen. Dann würde ich sagen, setzt du das auch dafür ein. Sehr gut. Shit. So, wir zünden erstmal da hinten die Fackel an. Los. Oh Gott. Das gibt's doch nicht. Zünd die Fackel an. Hi, der Witzka. Und die da auch. Ah, da oben ist ja noch was. So, 3 Pfeile, das ist doch schon mal ordentlicher Schaden hier. Okay, wie komme ich jetzt da dran? Wir haben 4 Kisten. Das müsste doch eigentlich ausreichen, um eine riesige Treppe zu bauen. Wollen wir es hoffen. Er ist nicht zu weit nach rechts, sonst fällt der nächste runter. Ah, das wird schon eine ganz schön wackelige Konstruktion hier, aber es reicht aus. Sehr gut. Etwas den Weg freimachen. Halt, lasst mich durch. Okay. Oh, in die Finsternis springen. Mal. Yeah, unser Krieger ist zurück. Awesome Dawson. Was haben wir denn hier? Wir haben hier irgendwelche komischen Kugeln, die wir da rüberwerfen können. Oha. Also jetzt ist es eigentlich ziemlich nice geworden hier. Der ganze Fernkampf und so. Okay, ich hoffe, die Steine waren nicht wichtig, die ich da gerade runtergeschmissen habe. So Leuchtsteine. Geht auf jeden Fall unten weiter. Was bringt mir das Teil da oben? Okay, das hätte ich so wahrscheinlich gerade gebraucht. Vermute ich einfach mal. Okay, was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Nö, hier gibt's doch nichts. Aha! Oh, okay. Normaler Bogen. Also, er hat nicht mehr viel Energie. Das ist nicht gut.
da unten ballert einer. Kommen wir mal den Stein da was runter, damit wir ihn nicht haben. Okay, wir entzünden erstmal hier die Fackel. Da hinten auch. So, du willst mich da unten ärgern? Gefällt mir gar nicht. Wieso treffe ich den nicht? Ah, kein normales Wasser, verdammt. Okay. Diese Unachtsamkeit hat sie das Leben gekostet. Also müssen wir hier über ein paar Teile springen. Das sollte ausreichen. Yeah, und she's back. Ah ja, ich habe das Flammenschwert. Sehr schön. Kommt nur her. Ich mache euch alle kaputt. Energize. Keiner mehr da sonst. Okay, das geht nicht. Moment, können wir hier was machen? Warum sind da so grüne, komische Glühwürmer oder was das da sind? Das sagt die Zeit. Oh, haben noch ein bisschen was. Okay, wir sollten erstmal wieder für Licht sorgen. Irgendwas. Rollen wir den mal runter. Frage ist, muss ich unten weiter? Dann habe ich jetzt oben Sachen liegen lassen. Sehr wahrscheinlich muss ich unten weiter. Also schauen wir erstmal hier oben. Oh, vielleicht muss ich doch nicht unten lang. Das hört sich nicht gut an. Vielleicht muss ich doch lieber erstmal gucken, was hier unten noch so ist. Ah, okay. Da ist noch was. Da ist ja noch was. Was? Und eine weitere Truhe. Sehr schön. Amulett, das Leben stiehlt. Das ist hervorragend. Das ist doch genau was für meinen Krieger. Ein mit schwarzer Magie verzaubertes Amulett, dessen Träger die Lebensenergie aus den Geistern der Toten zieht, die in der Nähe sind. Erneuert die Gesundheit des Charakters, wenn Monster in der Nähe getötet werden. Erneuert die Gesundheit nur, wenn der Charakter nicht aktiv ist. Jedes getötete Monster erneuert 2 Gesundheitspunkte. Okay. Okay, das bringt also ihm gar nichts. Das heißt, ich werde das dann sehr wahrscheinlich eher ihr geben müssen.
damit er Gegner tötet und sie Lebensenergie neu kriegt. Vielleicht verteile ich dann. Das bringt auch nur Energie neu. Keine Lebensenergie. Das bringt Lebensenergie und das bringt normale Energie. Okay, behalt du die mal. Der Krieger metzelt ja die meisten Gegner ab. Wechsel mal die Waffe. So, machen wir hier nochmal einen Break. Bis zum nächsten Mal. Euer Chojin.